Braun-Hogenberg, die Städte der Welt. Es ist zu Recht eines der großen Bücher der Welt, die berühmte Braun-Hogenberg-Edition, eine der ersten global angelegten Städtetopographien, ein Meilenstein urbaner Kartografie. Der Initiator und Verleger des sechsbändigen Civitatis Orbis Terrarum, das erstmals zwischen 1572 und 1618 erschien, war der Kölner Theologe Georg Braun. Als Autor und Herausgeber unterhielt Braun, der selbst nur wenige Reisen unternahm, weitreichende Kontakte. Durch sein Netzwerk aus Künstlern und Informanten konnte er viele Vorlagen beschaffen und Mitarbeiter für seine Städtetopographie gewinnen. Vorbild in Größe und Gestaltung war Abraham Ortelius' berühmter Weltatlas Theatrum Orbis Terrarum. Der Kupferstecher und Radierer Franz Hogenberg, der zuvor schon verschiedene Landkarten für Abraham Ortelius schuf, schließt mit seinen eigenen fantastischen Stadtansichten an das Werk an. Er ist der Graveur für die ersten vier Bände des Städtebuches. Die letzten beiden Bände wurden von Simon van den Neuvel erstellt. Insgesamt enthält das hochwertige Meisterwerk 600 realitätsnahe Stadtpläne und Ansichten. Nahezu jede bekanntere deutsche Stadt ist vertreten. Hinzu kommen Städte aus dem europäischen Ausland, aus Afrika, Vorderasien und sogar Amerika. Darunter Jerusalem, Rom, Istanbul, Moskau, London, Paris, Mexiko, Bilbao, Barcelona, Alexandria, Burgos und Sevilla. Die einzelnen Tafeln sind von einer unglaublichen Fülle an Details geprägt. Zu sehen sind zahlreiche Genreszenen, Schiffe, Bauern bei der Feldarbeit, Krieger, Wanderer, Nonnen, Edelleute, Tiere und hervorgehobene Einzelgebäude. So ist zum Beispiel auf der Paris-Illustration die Seine-Insel mit der Kathedrale Notre-Dame und dem heutigen Justizpalast zu erkennen. Und die Ansicht Londons zeigt die Stadt noch vor dem verheerenden Brand von 1666. In einer Zeit, in der zahlreiche Expeditionen das geografische Bild der Welt kontinuierlich verändern, setzen Braun und Hogenberg neue Maßstäbe in der Topographie. Sie arbeiten perfekt zusammen und schaffen ein wissenschaftliches und künstlerisches Meisterwerk, das nicht nur aufgrund seiner geografischen Korrektheit, sondern auch dank seiner Bilder zu einem der beliebtesten Werke für den Adel und die reichen Bürger des deutschen Barock avanciert. Der Städteatlas erscheint in mehreren Sprachen und Auflagen und wirkt mehr als 100 Jahre lang als Vorbild und Fundgrube für andere Werke. Er vermittelt ein weitaus anschaulicheres Bild vom Europa der Renaissance, als es irgendein Geschichtsbuch könnte. Für unser Wissen über mittelalterliche Stadtstrukturen sind Braun-Hogenbergs Ansichten und Pläne einzigartig. Unser lateinisches Exemplar enthält alle 363 doppelblattgroßen Kupfertafeln und ist heute, so vollständig wie hier, sehr selten.